Herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich begrüße euch. Es geht wieder los. Und zwar geht es jetzt endlich mit dem Auto los. Was langer sehen wir. Der E39, da steht er. Ich habe ja schon mal gesagt, dass wir den nicht starten lassen wollen, weil der stand jetzt 3 Monate hier und das Öl ist halt ganz unten in der Ölwanne und da soll es auch erstmal rausgelassen werden. Dementsprechend schieben wir das Ganze jetzt darüber. Und ich würde sagen, ich packe mal die Kamera rüber, wo wir hinwollen, und ich quäle mich kurz mit Freunden, den einmal rumzuschieben. Und dann gucken wir uns das mal von unten an. Ja, Freunde, wir haben ihn jetzt schon drauf. Stoßstange nicht wundern. Hängt dort oben. Die haben wir damals schon abgemacht, weil der einfach zu tief war, um ihn auf den Trailer zu bekommen. Hier haben wir jetzt tatsächlich echt viel Platz. Das sind jetzt 10 cm ungefähr knapp. Und wir hatten noch Luft gehabt. Also wir können auf jeden Fall, wenn das alles passt, wollen wir noch tiefer. Das ist natürlich logisch. Aber sonst hat es jetzt alles gepasst mit 3 Leuten hier. Wir haben halt hier überall so ein paar Sachen. Die gucke ich mir halt alle ganz genau an. Ich habe auch schon... Wenn man hier so guckt, könnt ihr das sehen, Kamera? Ja, aber warte mal noch mal so. Da, besser, ne? Da fehlt eine Schraube, so eine Sache. Hier ist ja Öl und Feuchtigkeit, das ist die Lenkung das Problem. Ölwanne kommt einmal komplett ab, also wir lassen ab. Und Ölwanne kommt ab, weil ich darunter auch die Ölpumpe sauber machen möchte. Also eine Sache, die wir machen. Aber was man wirklich lassen muss, alle Lenker sind neu, ja, vorne wie hinten. Stabi kommt raus, da habe ich noch was sehr Geiles, was reinkommt. Bremsscheibe, gucken wir mal an, ob wir die renten können mit Flugrostentferner und Schleifvlies. Wenn die zu doll sind, nicht die nicht zurück ins Leben kriege, kriegt er natürlich eine komplett neue Bremse. Radlager ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht so richtig prüfen konnte. Ich kann die natürlich mal drehen, aber ich kann Radlager nicht auf Last prüfen. Das könnte noch was anfallen, aber sonst echt trocken, brutal trocken für so ein Auto. Nichts stark verrostet. Hier sind mal, wie gesagt, so eine Schrauben. Die werde ich alles ersetzen. So eine Schrauben, so eine Plastikteile. Das mache ich jetzt alles wieder schick, damit jetzt alles wirklich gut aussieht. Aber sonst gar nichts. Getriebe haben wir, wie gesagt, das Problem, dass die nicht so richtig funktioniert. Und wenn ich halt hier so Öl sehe, ich denke, dass die... Oh, kann ich euch das überhaupt zeigen? Warte mal. So, da sieht man halt so ein bisschen Öl. Ich gehe von aus, dass der Simmering-Ausgang undicht ist und die Kupplungsscheibe einfach auch so ein bisschen Öl verschmiert ist. Deswegen Getriebe müssen wir rausnehmen, auf jeden Fall Öl ablassen und dann mal checken, weil ja auch die Kupplung nicht mehr so richtig gut funktioniert. Ja, und ich will einfach Getriebe rausnehmen. So, Cuts noch alle drin, ja, legal ist er auch noch zu 100%. Ja, wie gesagt, hier sind überall so kleine Sachen, das ist auch stark rostig, aber ist bei jedem deutschen Modell, aber selbst dafür geht das noch, wird ausgebaut. Wird wieder schön gemacht, lackiert und wieder ran. Hier so eine Schrauben, so wird alles erwechselt. Auspuffanlage nehme ich auch einmal komplett ab. Da werden wir auch die Schrauben lösen mit dem Brenner. Weil ich ja, wie gesagt, Kardanwelle oben lösen muss. Mittellager wird irgendwo defekt sein. Das habe ich schon bei der Probefahrt gehört. So, dann gehen wir nach hinten. Aber hinten, wie gesagt, sieht das Ganze auch sehr gut aus. Keine starken Verrostungen, alles im Rahmen. Nichts ölig, nichts dreckig. Die Lager oben wieder alle neu. Ich bin Tonnenlager top, also ich bin echt mega happy. Der Zustand von dem Auto, bis auf dass er dreckig ist und Spinnenleben hat ohne Ende, ist sonst echt verdammt gut. Und das wird geil, Leute. Das wird ein mega geiles Projekt. Wir werden hier einen richtig geilen E39 zurück ins Leben holen. Das soll es gewesen sein. Kurzes Anfangsvideo vom E39. Hype, Bock, Vollgas. Wir gehen hier auch richtig viele Themen an, weil ich sehr viele Sachen sehr genau repariere. Wir werden Bremsanlagen komplett zerlegen, also eine Sachen. Es wird geil. Ich habe richtig Bock. Schwerpunkt jetzt hier noch ist, die Motorhaube aufzukriegen. Die Motorhaube wurde nämlich nicht eingestellt und wir kriegen sie momentan nicht geöffnet, aber wir hatten sie schon mal offen. Die hängt halt immer so ein bisschen im Schloss, weil du hast ja 2 Schlösser, also die 2 Zapfen, und in dem einen Zapfen hängt sie. Das wird noch das erste sein, auf jeden Fall diese Haube aufzukriegen. Vielleicht mache ich das heute noch und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Und dann geht es auf jeden Fall mit der Technik hier los, weil dann geht es los, die ersten Sachen auseinanderruppen. Und da werden wir Motorraum anfangen, also muss die Haube auf, weil Einspritzwenddüsen und so weiter will ich einschicken lassen und reinigen. Und Ventildeckdichtung, habe ich gesehen, ist undicht, also es muss alles oben ab. Da sind auch Kühlkreisläufe, die noch repariert werden müssen und neu abgedichtet werden müssen, weil Kühlmittel verliert ihr auf jeden Fall. Deswegen gehe ich an das komplette Kühlsystem ran. Ich hoffe bloß, dass er nichts über die Zylinderkopfdichtung raushaut. Das können wir aber erst sehen, wenn er einmal gefahren ist. Wir gucken mal, wenn er da Mecker macht, wenn er dann ist, dann ist das ein Winterding, dass dann tatsächlich die Zylinder runterkommen. Aber jetzt soll er erstmal fahren und gucken, wie er läuft.